Guten Morgen. Ich bin hier auf meinem Morgenspaziergang, bevor ich eine Aufstellung gleich machen werde, auf die ich mich schon sehr freue, mit einer Klientin von früher, die wieder da ist, um noch etwas zu klären. Und ich bin jetzt gerade hier auf dem Feld und bin so begeistert von den Mohnblumen. Ich muss euch die mal zeigen. Das ist doch einfach traumhaft, oder? Also was die Natur so macht. Vorhin habe ich auch noch Kornblumen gesehen. Wenn ich die wieder sehe, dann werde ich euch die auch mal zeigen. Aufstellungen, ja, das mache ich jetzt schon sehr, sehr, sehr lange. Und das ist für mich eines der wunderbarsten Instrumente, um in seine eigenen inneren Anteile mit allen Sinnen Einblick zu bekommen. Das heißt, nicht einfach nur darüber nachzudenken und im Gespräch zu bleiben, sondern zu fühlen, was da eigentlich in mir für einen Konflikt tobt und wie die einzelnen Teile des Konfliktes aussehen. Und mit jedem dieser inneren Anteile oder auch inneren Stimmen oder Personen oder wie wir das nennen wollen, Kontakt aufzunehmen und jeden zu würdigen und dann zu sehen, wie wir in uns eine Akzeptanz und eine Begleitung und einen Frieden schaffen können, der uns befreiter den Alltag bewältigen lässt. Ja, und mit Aufstellungen kann man eigentlich fast jedes Thema sich ansehen. Es ist unbeschränkt. Körperliche Themen, geistige Themen, emotionale Themen, Beziehungsthemen. Alle Themen sind fühlbar, erlebbar über das Werkzeug Aufstellung. Wichtig dabei ist, dass wir beim Aufstellen wirklich unserem inneren Gefühl folgen, unsere Intuition und jedes Teil, was sich zeigen will, akzeptieren. Wenn eine Blockade zum Beispiel da ist, geht es nicht darum, die zu unterdrücken oder die nicht haben zu wollen, sondern sich die Blockade anzusehen, denn sie hat einen Grund. Sie ist da, sie ist ein Teil von uns und sie gehört gesehen. Ja, es ist sehr oft so, dass wir mit uns selber schlecht umgehen, dass wir bestimmte Teile von uns nicht akzeptieren oder einfach nicht haben wollen, weil wir ein Bild haben, wie wir zu sein haben. Und das ist natürlich sehr hinderlich, weil das Lebendige will komplett gesehen werden. Ich muss mich mal anders hinstellen. Ich habe hier immer Haare im Gesicht und dann muss ich da immer im Gesicht rumwühlen. Und das stört euch ja vielleicht auch, mich auch. Aber hier ist es sehr, so ein leichter Wind, so eine Sommerbrise. Und deswegen der Wind. Dennoch möchte ich weitergehen. Bald kommen auch die Kornblumen. Ja, also Aufstellungen kann man in Gruppe machen, also indem eine Person ihr Thema aufstellt und die anderen sozusagen die inneren Anteile verkörpern. Aber man kann auch Aufstellungen alleine machen, indem man selbst in die verschiedenen Anteile hineinspürt und schaut, was für Sätze stecken da, was für Gefühle stecken da, was möchte gesehen werden, was möchte erlaubt sein, was möchte begleitet werden. Ja? So viel zu dem Thema heute. Ich freue mich schon sehr, weil bald geht's los und meine Klientin ist, glaube ich, schon unterwegs. Wir haben beide einen kleinen Test gemacht. Ja, das mache ich schon. Also bevor ich Menschen treffe, bin immer noch sehr vorsichtig, möchte diese Krankheit nicht unbedingt haben. Und ich wünsche einfach jedem, dass er einen schönen Tag hat heute und dass euch das inspiriert, vielleicht auch mal eine Aufstellung mitzumachen. Ja, ihr könnt euch auf meiner Internetseite auch dazu noch informieren. Und jetzt am Abschluss zeige ich euch tatsächlich, hier sind sie, die Kornblumen am Rand vom Weizenfeld. Sind die nicht wunderbar? Und hier die Mischung aus Mohnblumen und Kornblumen. Das sind noch so kleine gelbe Blumen. Toll, oder?
In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe für heute. Tschüss.